sich beim Lückendorfer Bergrennen Zittauer Gebirge. Der Trabant von Ronny und Mike Urland beschleunigt mit 285 PS von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Das kann man sehen und hören. Zur Region, zu ganz Ostdeutschland eigentlich gehört das Fahrzeug. Ja. Und das ist, wäre ja Blödsinn, hier ein westdeutsches Fahrzeug zu nehmen im Osten. Damit kann sich niemand identifizieren. Mit dem Auto fällt man eben wirklich am meisten auf und man wird auch speziell von den Veranstaltern richtig gezielt eingeladen, weil eben das Publikum drauf abfährt. Die zwei sind vom Fach, arbeiten im Familienbetrieb in Strawalde, Oberlausitz. Und verpassten ihrem Trabant 601, Baujahr 79, neue Achsen, einen Sicherheitskäfig nebst Sportsitz, Carbon-Spoiler und einen hinter dem Fahrer verbauten 2-Liter-Mittelmotor. Als wir die Vorderachse von dem neu gebaut haben. Bis du drin war im Auto und das Fahrzeug gefahren ist, bist du 3 Wochen lang beschäftigt gewesen, jeden Tag mit Bauen. Nur die Vorderachse? Nur die Vorderachse. Ursprünglich 1998 sollte der Trabi ein Werbeobjekt für die Kfz-Werkstatt, eine PR-Pappe sein und wurde zum Pistenschreck bei diversen Rennen. Den Erfolg haben die Brüder dann nochmal gestreckt, nach dem Motto aus 2, mach 1. Die Stretch-Limousine ist fast jedes Wochenende unterwegs zu Hochzeiten, zu Silberhochzeiten, auch zu Schuleintritt. Wurde die gerne genutzt, die ist straßenzugelassen, bis zu 6 Personen. Seinen eigenen Trabi-Weltrekord von 235 km/h knackt Ronny Urland auf dieser STVO-gebremsten Spritztour nicht. Den Rekord hat er 2010 auf dem Rothenburger Flugplatz aufgestellt. Der Philosoph Wittgenstein hat mal sinngemäß gesagt, die Faszination des Autos läge darin, eine Illusion zu schaffen. Die Illusion von der Herrschaft des Menschen über Raum und Zeit. Dieser Illusion kommt der Trabant der Urland-Brüder verdammt nahe.